Hallo Leute, ich bin Onwolf und willkommen zu einer weiteren Folge von Colony Survivor. Ja Leute, bevor wir zur heutigen Folge kommen und das, was ich eigentlich vorhab zu machen, zeige ich euch etwas anderes. Und zwar, ich habe hier vorne, ich bin ja scharf, eine Brücke hier zu bauen. Hier ein bisschen vergrößert, unsere Wassergraben. Und ich habe hier schon gezeichnet, bis wohin es gehen soll. Also es wird hier 3, dann hier 3 und dann nach oben. Also stufenweise, weil hier werden wir anfangen, so eine Brücke durchzuziehen. Und ja Leute, hier gibt es noch ein bisschen aufzuräumen. Das räume ich kurz mal auf. Und dann kommen wir zum Thema, Freunde. Denn, Leute, ich habe ein Problem. Und zwar, es ist etwas fertig geworden, was wir heute mal schauen. Und ich zeige euch noch etwas. Ja, woran liegt das Problem, zeige ich euch. Das Problem ist, dass wir zeitlich nicht hinterherkommen. Also, dass ich jetzt zeitlich, so wie ich es wollte, eigentlich nicht hinterherkomme. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt überhaupt zeitlich hinterherkommen. Denn meine Entwicklungen kommen sehr gut voran. Also, ich habe gedacht, ja, okay, da fehlt ein paar Sachen, bis sie das gemacht haben. Habe ich noch Zeit? Leider nicht. Ich muss die nächste Insel so schnell wie möglich jetzt schon machen. Deswegen bin ich versessen drauf, jetzt hier ein bisschen Weg zu räumen, weil das muss auch auf der anderen Insel noch sehr viel geräumt werden. Aber das versuche ich immer offscreen zu machen, damit ihr das nicht, ja, damit ihr das nicht schauen müsst, wie ich 1000 Folgen da jetzt Erde oder Sand wegschaufle. Nur hier ist es halt ein wenig und das machen wir am Anfang der Folge. Ansonsten, Freunde, wie gesagt, die Entwicklungen kommen sehr gut voran und ich komme nicht hinterher. So, jetzt gehen wir zurück in unseren Krim. Ja, Freunde, Leute, Thema heutige Folge, meine Büchselmacher sind fertig. Büchselmacher ist das hier. Der craftet Guns and Ammo. Eigentlich steht da Waffen und Munition, aber es ist ganz anderes. Das sind einfach Kugeln. Sind einfach Kugeln, der craftet. Also ihr seht da oben schon ein paar fertige Bleikugeln. Ich kann sie aber nicht verschießen. Irgendwie habe ich keine Waffen. Und ihr seht hier, aktuelle Forschung, schon Bolzen sind fertig. Ich habe es erst jetzt gemerkt, dass ich eigentlich etwas übersprungen habe und gleich zu den Schusswaffen gegangen bin. Aber ich habe vergessen unsere Armbrüste. Und jetzt entwickelt sich bei mir schon Bolzen für die Armbrust. Wobei, Freunde, ich sie brauchen werde, denn desto mehr Leuten wir haben, desto mehr ja, Zombies kommen auch. Leider habe ich absolut hier keinen Platz, um etwas zu bauen. Und zwar, Leute, es gibt bei mir im Krim zwei Sachen. Es gibt bei mir Schmiede, wo die ganzen Metalle geschmiedet werden, und es gibt Werkstatt, wo einfach Pfeile gemacht werden, wo einfach alles andere gemacht wird, was wir halt brauchen. Das ist das hier. Und dieser Büchselmacher gehört weder zu Schmiede noch zu Werkstatt. Jetzt habe ich ein Problem, Freunde. Und zwar, ich habe hier keinen Platz mehr. Dieses Platz hier, wenn ich hier noch ein Gebäude ziehe, dann wird diese zwei Schütze, die jetzt schießen, die Feinde nicht treffen. Aber Büchselmacher muss gemacht werden.
Und ich bin am Überlegen, wie machen wir das? Ich wollte eigentlich diese Schusswaffen eigentlich in unserer zweiten Stadt verlagern. Also hier ist nichts mehr zu bauen, hier ist finito. Ich wollte die ganzen Waffen eigentlich in den Hauptstadt sozusagen, ich würde es so nennen, Hauptstadt verlagern. Also es sei verraten, es wird Moskau sein. Ich würde es verlagern müssen. Aber jetzt, wie gesagt, kommt etwas, was ja, was mich ein bisschen sozusagen zurückwirft, denn wir haben keine Zeit. Büchselmacher, also unsere Bolzen, sind schon fast fertig. Und wir bekommen dann diese Bolzenmacher, wobei wir danach auch unsere, ja, sage es schnell, unsere, ja, Crossbow auf Englisch, aber auf Deutsch, Mann, ich habe doch 5 Minuten, 5 Minuten früher das gesagt. Armbrüste. So, unsere Armbrüste müssen noch gemacht werden. Und diese alle, diese, ja, diese Fertigungen sind ja weder Schmiede noch etwas, das sind Waffen. Und ich wollte so ein Gebäude haben, wo die ganzen Waffen hergestellt werden. Also sprich Schusswaffen, ja, also unsere Kanonen hier werden dann fertig, unsere Guns. Wenn ich jetzt sage, okay, scheiß auf die Armbrüste und Bolzen und wir machen das hier, leider wird es nicht klappen, Freunde. Wir brauchen trotz allem auch beim Schusswaffen zwei von diesen ja, von diesen Produktionsstätten. Wir brauchen Kugeln und wir brauchen Ganzpulver. Das heißt plus zwei auf unsere Arbeiter und das heißt noch mehr Zombies. Meine Pfeilen Schützer, was jetzt als Verteidigung dient, halten kaum schon Zombies auf. Sprich, Leute, desto mehr Leute, desto mehr Zombies. Und wir brauchen stärkere Waffen. Wir brauchen jetzt stärkere Waffen und solange dieser Pulver ausgelernt wird, brauchen wir etwas, womit wir uns verteidigen können. Und solange wir die zweite Hauptstadt, also Moskau, bauen, brauchen wir Waffen, damit Krim sich verteidigen kann. Und das ist das Problem, was jetzt auftaucht. Ich habe aber eine Lösung gefunden, Freunde. Sprich, ja, sprich, wir machen heute ein unterirdisches Waffenlager. Wir können es zwar nicht oben bauen, aber wir können das Ganze unterirdisch bringen. Und ich habe mir gedacht, okay, wir bauen das hier irgendwo hin. Ein unterirdische, ja, Fertigungseinlage, damit wir halt unterirdisch das Ganze bauen können. Hier können wir es nicht bauen. Hier ist unser Labor. Und ja, Bäckerei und so. Aber wir können es auf der anderen Seite bringen. Wir können das Ganze hierhin bauen. Wir gehen irgendwie in die Tiefe. Ja, gehen wir in der Tiefe von 3 vielleicht. 1, 2, 3. So, und jetzt gehen wir dann. Moment, das nicht. Wir gehen jetzt in die Tiefe von, weiß nicht, soll eigentlich 3 reichen? Hoffe ich doch. Weil, so gehen wir nochmal
Nein, das reicht uns nicht. Wir gehen in der Tiefe von 6 runter. Ich weiß nicht, ob das Ganze überhaupt alles klappt. Deswegen machen wir hier schon mal eine runter. Und ab da machen wir jetzt also einen Raum. Also hier oben wird dann auch so kleine Minenschacht sozusagen oder Eingang gebaut, aber der wird nie so hoch, damit wir einfach reingehen können. Die Stufen werde ich eigentlich anders machen. Jetzt ist die Frage, ob wir jetzt, also wir sind jetzt, wie viel? 1, 2, 3, 4. Ob wir jetzt auf 6 gehen sollen, also Tiefe. Tiefe 6. 5 und dann noch eine Tiefe und dann einen Raum einfach bauen. Unterirdisch, wie gesagt, nun unterirdisch soll es einfach sein. So, 6. Und jetzt gehen wir einfach rein und bauen einfach einen Raum, beziehungsweise Riesenraum, weil 1, also es soll schon 3 sein, vielleicht 4 sogar. Ich schau mal, 1 Eingang, 1, 2 und wir machen 3. Okay? Also 3 Eingang. Und jetzt hier so jeweils vielleicht 3 Reihen. 1. Zwei, drei. Zwei, drei. Also so rum. Warum so? Weil ich eigentlich noch einen Raum brauche, wo die einfach alle schlafen. So kleiner Raum. Genauso wie bei meiner unterirdischen, ja, wo die ganzen Weizen bei mir unten und alles wächst. Da ist ja auch so ein kleiner Raum. Eins. Nein. Moment. Ich muss zurück gemacht werden. So, zwei. Und drei. So. Und jetzt, jetzt ist die Frage, das ist jetzt so, also insgesamt 6. Jetzt bin ich am Überlegen, wie tief wir das Ganze machen. Weil, wie gesagt, das, hier wird die ganze Produktionsstätte stattfinden, Munition und Waffen. Das heißt, wir müssen jetzt überlegen. Also hier 1. Machen wir mal 3 erstmal. Tiefe, 3 Tiefen. Okay. Machen wir mal 3 Tiefe, Freunde. Weil ich bin am Überlegen, das natürlich zu teilen. Sollte nicht so groß sein. Das wird einfach geteilt. Okay, 1, 2. Also schon 2 Tiefe, ne? 1, 2, ja, und noch eine. Noch eine Tiefe. Machen wir noch eine Tiefe. So, ich muss mal überlegen, Freunde, weil es ist halt so, reicht der Raum? Wir können mal 6 Tiefe machen. Aber wie viel Waffen? Wie viel Waffen brauchen wir? Also das sind jetzt schon 3. Jeweils Raum 3x3. Das ist aber noch zu wenig. Denn wir machen ihn jeweils hier.
3. So, also hier werden wir dann einen Raum machen. Hier werden Schlafräume sein und hier werden Schlafräume sein. Das Problem ist, wir können hier nichts mehr rausgraben, nur hinein. Okay, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vielleicht sollten wir... Ich weiß nicht. Ich bin am Überlegen. Also dieser Raum reicht uns nicht aus. Also gehen wir nochmal... Noch 3 rein. 1, 2. Wir gehen nochmal jetzt nochmal 3 rein. Also es wird 6 mal 6. Insgesamt Raum. Aber ist okay. Es ist halt, wir bauen heute ein Waffenlager sozusagen. Also, das machen wir komplett heute fertig. Wenn wir Glück haben, werden in den nächsten Folgen hier so gemacht. Also 4. Ja, es sollte eigentlich reichen. 6. Weil hier können wir dann später noch etwas bauen, Freunde. Hier werden zum Beispiel auch brauche ich das überhaupt? Ich habe mir gedacht, hier kommen auch Pfeilenmacher rein, aber brauche ich dann Pfeilen, wenn ich dann später Schusswaffen habe? Aber ich glaube, dass dieses Raum wird reichen. Der Raum soll reichen eigentlich, oder? Was meint ihr? Ich glaube schon, also... Ich mache dann hier das Ganze zu. Also hier mache ich dann das Ganze zu, zum Beispiel mit meinen Blocks 1, 2. Hier wäre dann 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Jetzt machen wir hier so eins. Ja. Und machen noch hier und hier zu. Und hier und hier zu. Ja, Leute, also auf jeden Fall, das wird so zwei Räume, die wir natürlich verschönern. Ich schau mal, ob hier überhaupt eigentlich schon. Eigentlich schon, ne? Also das Problem ist hier jetzt. Machen wir mal erstmal zu. Erstmal hier so zumachen. So. 1, 2, 3. Können wir noch einmal hier verschieben. Und genau hier genauso. Also wir machen dann so Räume. Hier, also die werden dann hier arbeiten. Ja, wir machen es so, Freunde. Wir machen es so. Es ist halt so. 1, 2. Dann hier so. Natürlich muss es noch verschönert werden. Das ist kein Problem. Hier noch, dann hier noch, also der Dach wird verschönert, alles wird verschönert. Hier werden wir mal verschönern. Die Stufen werden anders gemacht, also aus diesem Stein hier auch. Schönen Steinchen. So, das wäre dann der Raum. Dann machen wir hier nochmal einen tiefer. Also eins. Machen wir mal geschwind noch einen tiefer und dann machen wir dort einen Eingang. Okay. Okay, jetzt habe ich, Leute, jetzt habe ich's, so wie es sein muss. Und hier unten wird es dann gemacht. Also hier wird es dann... Nein.
Hier wird es dann Produktionsstätte, unterirdische Waffenproduktionsstätte. So, und hier wird dann der Eingang zu Schlafzimmern. Und ja, damit es hier nicht so grau aussieht und vielleicht sollten wir hier so Holz machen, Dach, schöner weißer Dach, machen wir gleich auch. Jetzt muss ich nur noch schauen, aus welchem Material wir das Ganze machen. Also wir haben ja zwei Materialien. Zwei Materialien. Da genau. Hier Lehm und Putz. Jetzt ist die Frage, aus welchem Material wir den Dach machen. Also hier zum Beispiel können wir diesen Lehm verlegen, damit es irgendwie cooler aussieht. Dann vielleicht so Holzwände auch mal reinmachen. Also so machen wir hier so weiß. Damit es halt nach einer Decke aussieht. Ihr seht hier schon alles grün. So, hier wird dann nach einer Decke ausschauen. Jetzt bin ich am Überlegen, soll ich hier so Holz verschwenden oder verwenden, um hier so einen Holzraum zu machen. Oder soll ich vielleicht einfach aus diesen Steinen hier bauen? Wobei ich ja aus den Steinen ziemlich kalt aussieht. Aber wenn ich das Ganze aus dem Holz mache, sieht es viel wärmer. Ja, Boden sowieso muss auch noch gemacht werden. Jetzt schauen wir mal. Vielleicht soll ich aus diesen Steinen, aber Ziegelsteine zu verschwenden, das wäre eigentlich Verschwendung. Schau mal unsere Wissenschaft 8 von 10, also es dauert noch ein bisschen. Also vielleicht soll ich aus Lehmziegel machen. Sieht zwar dann so dunkel aus und grau und so, aber nie so steinig. Ich schau mal, Freunde. Vielleicht klappt sogar. Ich schau mal. Also hier. Das kann sich hier raus. Und natürlich dieser Ziegel. Ja, das wäre dann so. Ja, ich glaube, ich mache hier diesen Raum aus. Ich hoffe, es reicht auch. Ich glaube nicht, dass das für den ganzen Raum reicht. Aber Hoffnung stirbt zuletzt. Ich will nicht, dass das so kalt aussieht. Das reicht mir schon, dass das kalt aussieht in unserer Mine. Die haben so einen kalten Räume, die schlafen unsere Minenarbeiter dort. Also ich gehe jetzt rein. Aha, hier werden dann wie gesagt Schlafräume. Machen wir auch nie so groß. Hier wird dann unser Bolzen- und Kugelmacher sein und vielleicht so Pulver und Waffen werden dort gemacht. Oder ich würde so machen, dass hier zum Beispiel Schusswaffen sind, also Pulverkugeln und Schusswaffe an sich. Und in den anderen würden Bolzen
Und ja, unser Bolzenmacher und Mano, ich vergesse ihn mal wieder. Oh. Also anderes Raum wird auch anders aussehen, glaube ich, weil wenn wir das nicht schaffen, also erstmal ziemlich gut gelungen, Raum. Jetzt nur noch Boden. Boden mache ich, glaube ich, Holz. Aus Holz, aber welchem? Ich glaube, diesen Holz hier. Aber hier wird weiterhin Lehmziegel gebaut. Das ist gut. Es ist die Frage, Freunde, weil hier können wir ziemlich gut ins Schlafzimmer dieser rote Holz machen. Ich glaube, ich mache Ich bin gerade am Überlegen, Freunde. Ich mache das hier. Dann wird es passen zu den Wänden. Ne? Passt das zu den Wänden? Ich glaube schon, ne? Wird so. Ja, passend. Sogar sehr passend. Hier werden also Schusswaffen, ich meine Pulverschusswaffen gemacht. Und dort werden Bolzen und Armbrüste hergestellt. So, jetzt habe ich wieder mal. Und natürlich in Moskau, also andere Stadt, wird das anders gemacht. Also ich werde dann in der Moskau andere Waffengebäuden bauen. Also ich meine schon Schusswaffengebäuden, aber ich meine, es werden anders gebaut. So zwei, drei. Also ich werde jetzt hier einmal Tiefe machen, also hier so einmal Tiefe. Machen das mal hier so raus. So, und einmal hier. Also hier sind nur Schlafzimmer. Hier brauchen wir eigentlich nie so tief zu machen. Es werden hier nur Betten sein. Ich will nur das Raum an sich. Ja, machen wir dann 3x3. Ich weiß nicht, wie viel davon hier arbeiten werden. Deswegen, Freunde, hier schon mal 3x3. Vielleicht brauchen wir drei Betten hier oder so. Okay, bei Armbrüsten wäre das zwei Leuten. Ist egal, dann können wir halt zwei Betten und in der Mitte irgendwas stellen. Und hier werden beim Schießpulver sind es drei Leuten. Dann brauchen wir schon drei Betten und so, ne? Also, jetzt natürlich müssen wir es verschönern. Also wir können das nicht so lassen, ne? Das sieht nicht gut aus. Jetzt machen wir Folgendes, Freunde. Ich habe mir gedacht, hier mache ich jetzt Holzwände. Also da wird so ein Holzraum sein. Aus welchem Holz? Kein Plan, wenn ich ehrlich bin. Ich könnte diesen Holz hier nehmen. So, machen wir mal. Wände gefallen mir nicht so, ne? Also hier müssen jetzt noch mal eins rausgegraben werden.
Ach so, wir sind jetzt am Ausgang. Das ist schlecht, wenn wir hier jetzt Wende machen. Moment, Freunde, dann machen wir anders, Freunde. Wir machen das hier jetzt so. Machen das Ganze hier mit Steinen zu. Ihr werdet jetzt sehen, was ich jetzt mache. Eigentlich ist es egal. Wir müssen nur so machen, dass beiden Seiten gleiche Wände da sind. Also, was ich meine, ist hier zum Beispiel, dass das hier aus gleichem Holz auch von der anderen Seite ist. Naja, also hier so. So. Das wäre erste Wand. Und dann hier noch mal raus. Ich könnte natürlich so machen, dass ich hier baue, ne? Aber es wird wieder mal kleines Haus. Also kleine Raum. Ich wollte es 3x3, also machen wir so. Ist jetzt egal. So, hier wie gesagt werden Schusswaffen, also Pulverkugeln und so weiter gemacht. So, dann hier noch wegräumen. Ein schöner holziger Raum. Auf dem Boden liege ich jetzt blaue oder rote gepolstertes Boden. So, natürlich Beleuchtung wird das auch sein. So, jetzt machen wir nochmal ein Dach. Das darf hier nicht sein. Ist einfach nur unschön. Also den anderen Raum machen wir, wenn die Bolzen ausgelernt werden. Hier werden jetzt Schusswaffen gestellt, hergestellt. Deswegen hier wird erstmal schon ein Bett reingebracht und unsere Kugeln werden hier jetzt gestellt. Also, so, hier machen wir mal Beleuchtung natürlich rein. Also hier so Beleuchtung. Ja. Zu wenig Beleuchtung machen wir halt. Also bessere Beleuchtung hin. So, irgendwie so. Machen wir hier nochmal Boden. Rot, blau, gelb, weiß, blau. So. Machen wir jetzt. So, damit die halt nicht immer wieder rausrennen und irgendwo schlafen müssen, haben sie auch hier Möglichkeit, sozusagen eine unterirdische Stadt. Die haben dann auch Räume, beziehungsweise einen Raum, wo die auch schlafen können. So. Okay, jetzt stellen wir schon mal ein Bett rein. So, und ja, wir haben jetzt schon sozusagen einem ersten Arbeiter hier. So, und zwar unser Kugelmacher.
Hier werden dann die ersten. Jetzt ist die Frage, Freunde. Geh mal raus. So, man geht hier rein. Und wir machen hier dann unseren ersten Büchsenmacher. Der wird als allererstes hier jetzt anziehen. Wir haben ja nicht umsonst das Ganze gemacht. Verschönern und so, also den Eingang verschönern und irgendwie das Ganze machen wir noch später, Freunde. Heute haben wir sozusagen erstmal die das mal vorbereitet, also Büchsenmacher und so, ne, also weil halt Büchsenmacher jetzt ausgelernt ist, machen wir das mal hier jetzt rein. Jetzt kann er jetzt kommen. Wir haben aber noch etwas nicht gemacht, und zwar eine Kiste irgendwo hinstellen. Ich mache mal hier die Kiste. Oder hier, jetzt gucke ich mal, wie der sich so hinstellt. Wenn er hier hinstellt, dann mache ich irgendwo. Also, wo stellst du dich hin? Also ich mache dann hier so die Kiste, weil der stellt sich dann hin, dann müssen wir so ziehen. Also in dieser Richtung. Kiste. Warte. Genau. So, damit er so steht, soll hier erstmal die Kiste sein. So ist gut. So, wir haben jetzt einen Platz für unseren Büchsenmacher gemacht, also das ist so unterirdische Waffen. Hier werden die Waffen hergestellt. Wie gesagt, Freunde, wenn es ich werde noch Offscreen spielen, wenn es bis dahin die Bolzen fertig sind, also Bolzen werden dann fertig gebaut, dann machen wir die andere Seite fertig für Bolzen. Du sollst nicht dort stehen, Mann. Oh, jetzt geh mal hier hin. Dann muss ich wohl oder übel hier irgendwo machen, ne? Also, so. Weil der will jetzt. Egal, das machen wir irgendwann mal. So, habe ich mich so beschlossen. Ja, so kannst du so stehen. Hast auch Kiste hinter dir. So, wir haben jetzt Büchsenmacher gemacht. Die andere Seite, also diesen Raum, wie gesagt, wenn der Bolzenmacher fertig ist, dann machen wir diesen Raum hier fertig, also auch für ihn. Und ja, wir haben heute unterirdische Waffenlager gemacht, beziehungsweise ja, da wo die Waffen hergestellt werden. Wir haben jetzt also ich bin der Meinung, sehr viel geschafft. So, wie gesagt, jetzt warten wir auf Bolzen. Dann machen wir einen Raum für Bolzen. Hier werden dann Bolzen und Armbrüste hergestellt. Hier werden dann Schusswaffen hergestellt. Warum auch immer ich dann Bolzen brauche. Also ich weiß nicht. Aber es soll ja alles gebaut sein. Dann müssen wir hier nochmal, also hier ist ja jetzt aus Holz, hier machen wir dann zu Ende aus Holz, damit es halt schön aussieht. Die andere Seite wird genauso aus dunklem Holz gemacht. Wir haben jetzt unterirdische Waffenproduktionsstätte. Und ja.
Und wir müssen natürlich hier ein bisschen diese Waffenstätte auch ja was hinbauen, wobei ich muss überlegen, was wir da machen. Wie eine Mine, damit es wie eine Mine aussieht, habe ich keine Lust. Vielleicht machen wir hier so rausgraben und einfach aus Holz so einen Rahmen hier durchziehen, damit es halt einfach ein Loch ist und keiner weiß, was da ist. Fertig. Ja, also machen wir dann so. Ich überlege es mir noch. Ich mache dann Offscreen so gut wie es geht. So schnell wie möglich auch die andere Seite, damit wir auch die Brücke so schnell wie möglich machen. Weil wie gesagt, heute müssten wir jetzt so schnell wie möglich uns entscheiden, wo die ganze Büchselmacherei hingeht, also wo die ganze Waffen hingehen. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ja, liked das Video, kommentiert, abonniert, wer das noch nie gemacht hat, wenn euch dieses Projekt gefällt. Wie gesagt, wir werden uns in Richtung andere Insel jetzt vorwagen. Ich werde das vorbereiten, aufschreiben und wenn wir dann Büchselmacher schon haben, wenn wir jetzt diese Bolzen da haben werden, werde ich dann weitergehen auf Armbrüste und dann auf Pulver und so weiter und so fort. Also auf jeden Fall, Krim ist jetzt komplett. Wie gesagt, also es passt nichts mehr hin. Es passt einfach nichts mehr. Ich musste das unterirdisch jetzt sogar Waffen bauen, also unterirdisch reinbringen. Auf jeden Fall verabschiede ich mich von euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Eure Lone Wolf. Haut rein. Ciao.